EA Sports. It's in the game. Hallo und willkommen zurück bei FIFA 17 The Journey. Und wir haben einige neue Nachrichten in unserem Twitter-Dingens, wenn es denn hier Twitter sein soll, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Jean Kroos. Der Pokal steht an für junge Spieler wie Alexander, immer eine stärkere Belastungsprobe. Er kommt ganz auf den Gegner an, ne? Dann Pokalspiel heute. Alexander, mit dir holen wir das Ding. Ja, das hoffe ich doch. Ist zumindest mein Ziel. Dann, West Ham hat heute enttäuscht. Ich glaube, die vermissen dich, Alex. Mir doch wurscht. Gutes Ergebnis heute, 0-2 gegen die Wolves. Alex Hunter macht sich in der Championship. Schön. Gareth, halt die Fresse. 0-2, ich will mehr, Alex Hunter. Ich will so viel wie möglich von dem sehen, ehe sie ihn zurückholen. Ja, schauen wir mal. Alex Hunter verhilft Newcastle zum Sieg. Und Leopold Janowski sagt: Schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so, Alex Hunter. Ja, Udi. Und dann mal weiter. Es steht das Spiel gegen die Blackburn Rovers an. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Pokal? Oder? Ich schätze mal schon, weil das da erwähnt wurde. Müsste wohl Pokalrunde sein. Und da will ich natürlich weiterkommen, denn ich will einen Pokal holen. Wäre zumindest ganz cool. Ja, es geht in den EFL Cup. Also, das ist, glaube ich, der League Cup. Wir stehen natürlich in der Startelf, alles andere hätte mich auch gewundert. Können wir mal eben schauen, das sind die Spiele, sind im Achtelfinale. 4 wurden schon gespielt, könnt ihr da links sehen. Everton schlägt Middlesbrough, glaube ich, mit 2-0 ist das. Chelsea schlägt Stoke. West Brom schlägt Crystal Palace, müsste das, glaube ich, sein, mit 2-1. Und Leicester schlägt Liverpool, ein wenig überraschend. Und Arsenal schlägt Southampton. Die restlichen Spiele sind Hull gegen Man City, Bournemouth gegen Burnley und wir natürlich gegen die Blackburn Rovers. Dann mal rein in die gute Partie. Hier in Newcastle im St. James Park. Die Stimmung ist schon gut hier. Letztes Pokalspiel lief er ziemlich lockerflockig ab. So, die Startelf bei uns. Naja, ist ja allweits bekannt eigentlich mittlerweile. Richie, der im letzten Spiel ein bisschen negativ aufgefallen ist. Mal schauen, wie er sich heute so macht. Aber natürlich geht es um Alex Hunter. Er will erneut eine Top-Leistung abliefern. Ah, es wird gerade schwierig, Alexander da vorne im Sturm zu erreichen. Ah, konnte der Ball nicht richtig annehmen. Na gut, Hornley. Und so der Ball erst einmal beim Gegner. Schöner Einsatz und ab nach hinten. So, wohin jetzt? Wir kriegen den Ball einfach nicht richtig unter Kontrolle. Und dann ist er auch weg. Boah, stark dazwischen gekommen, aber dann ist der Ball wieder weg. Da kommt er gut hin. Und dann ist der Ball auch weg. Und es bleibt beim weiterhin etwas müden 0-0 in den ersten 10 Minuten. Jetzt vielleicht mal mit einer Flanke, aber der ist viel zu nah vor das Tor. Schade. Der Hunter wird da leicht über den Haufen gesprungen vom Keeper. Aber die Armee jetzt auch wieder schon dran. Also es geht so schnell, kannst du dagegen. Gerade der Ball in den Händen des Keepers. Und jetzt sind wir schon wieder bei Newcastle. Schade. Nochmal der Schuss. Leider ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber war ja mal ein Versuch wert. Oh, stark vom Blackburn. Von ihm.
So, weiter geht's nach vorne. Jetzt muss ich mal schnell gehen hier. Das geht gut über Richie. Immer noch Richie. Da haben wir Alex Hunter. Immer noch der Hunter. Und dann ist die Kugel auch weg. Schade. Und das war stark weggegrätscht. Schön den Ball geholt. Da ist der Ball weg. Schön dazwischen. Auch schön. Und ab geht die wilde Fahrt. Der Hunter läuft sich jetzt mal in Position. Kommt da schön vorbei. Die Flanke kommt gar nicht schlecht. Nur leider steht da keiner von uns. Der Keeper war zumindest aus dem Spiel, weil der Pass, die Flanke genau über ihn drüber geflogen ist. Also halbe Stunde knapp durch, immer noch 0:0 in diesem bisher eigentlich einseitigen Spiel. Blackburn kommt nicht so richtig zum Zuge. Oh, starker Pass. Und dann grätscht er daneben. Der Schuss zu ungenau. Oh Mann, da war mehr drin, Freunde. Kein Foul, alles gut, alles gut. Und jetzt, der Pass kommt gut auf. Boah. Scheiße, Ball weg. Noch finden wir die Lücke nicht bei den Blackburn Rovers. Eine dicke Chance hatten wir gerade. Leider haben wir da den Fuß nicht richtig hinbekommen. Mit Newcastle. Der Hunter war da leider nicht in Position, um einzunetzen. Jetzt vielleicht mal, aber das ist er alleine, das schafft er nie und nimmer. Schickt da seinen Mitspieler. Ah, und da ist keiner. Ganz schlechter Pass in die Mitte. Wir sind schon fast in der Halbzeitpause. Ah, der Pass kommt da zu spät. Und Sterry wird da geleakt. Und das müsste Freistoß, glaube ich, noch geben. Das ist kein Elfer. Es gibt die gelbe Karte für Doyle vom Blackburn. So, Richie mit dem Freistoß landet erst einmal beim Gegner. Der war gut. Und dann kriegt er den Ball nicht durchgesteckt. Schade. Und dann ist Halbzeit. 0-0. Naja, ist noch im Rahmen. Leider haben wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht. Können wir eben kurz sagen, also keine Informationen bisher. 7 Ballberührungen, 75% Passquote, 3 erfolgreiche Pässe gab es bisher. Torschüsse noch bei 0 stehen. Der gute Hunter. Ja, weiter geht's mit Halbzeit 2. Sagen wir mal so, gegen stärkere Mannschaften ist die Leistung, die wir hier gezeigt haben, vor allem offensiv, nicht das, was wir brauchen. Was? Wieso pfeift er da? War doch ganz normal beigespielt.
Haben wir einen guten Richie jetzt in der Mauer. Zusammen mit Hunter. Ah, da war doch mal die Chance für Blackburn. Aber weit über die Kiste würde ich jetzt mal nicht sagen, aber trotzdem drüber. So, schön gespielt. Noch ein weiter. Und noch ein weiter. Mal eben kurz die Seite komplett gewechselt. Und dann geht es wieder rüber über Richie, der den Ball nach vorne treibt. Und dann zu ungenau seinen Spieler einsetzt, also seinen Mitspieler einsetzt. Sonst hätte das richtig gefährlich werden können. Das war eine starke Balleroberung von Amibi oder Amiobe, wie auch immer. Und jetzt Anita, der im letzten Spiel das Tor durchbrochen hat und dann Posten und dann setzt er die noch drüber. Super nachgesetzt von Alex Hunter. Da steht es 1-0. War der Keeper noch dran und dann setzt er einfach nach und hält da den Fuß rein. Zur Führung. Ein richtig schönes Tor. Wieder ist es Alex Hunter, der das Tor macht. Auch wenn es ein bisschen glücklich war, wie er es gemacht hat, natürlich, dass er den Ball da noch erwischt. Er setzte den an den Pfosten, beziehungsweise wird der Ball noch an den Pfosten gelenkt. Aufs Tor wäre er gekommen, der Ball. Oha! Okay, Blackburn will's auch mitspielen hier. Tolle Ansage, hört man öfters im Stadion. Wer es verstanden hat, bitte die Fans, Auswärtsfans, auf den Sitzen bleiben. Aber jetzt erstmal Diami! Müssen wir passen, wenn ich in Konter geraten. Hier schnell zurück. Konter unterbrechen, hat funktioniert. Oha. Ah, schade. Oh, wurde faul gepfiffen. Wundert mich gerade ein bisschen. Möbel. Ah, der Pass käme zu spät, verdammt. Ja, crossen will ich gerade nicht. Williams. Und haben wir da hier gelegt, meiner Meinung nach. Das gibt Freistoß. Richie geht, für ihn kommt Sissoko. Kann ich den Schützen wählen? Ja, da würde ich nämlich gerne den Hunter mal einsetzen als Schützen. Wir haben es jetzt extra trainiert. Oh Gott. Also irgendwie war es im Training anders aus. ...75 Minuten durch. Also den Hunter lassen wir nicht mehr schießen. Und gut gemacht. Denn jetzt bräuchte er eine Anspielstation und findet sie nicht. Wird da der Ball abgenommen. 10 Minuten noch knapp zu gehen. Oh. Und Williams, ja guck mal, wen haben wir denn da? Unseren guten Freund. Und da sieht er die gelbe Karte jetzt, oder was? Nee, doch nicht. Ah, da trifft er seinen Gegenspieler am Fuß. Unschwer zu erkennen. Das war gut rausgespielt und der Hunter macht das stark. Some players limbering up for the away team. Substitution in the offing.
Richtig gut auf Amorbi. Kann er sich da durchsetzen? Kann er fürs Erste. Da kommt der Pass in die Mitte, aber der Hunter kommt da nicht ran. Oh, was war das denn? Was ein Fehlpass. Der kann teuer werden. Uiuiui. Ui, ui. Stark gemacht, schön weitergeleitet. Und da ist der Platz und kein 2 zu 0. Aber der Hunter setzt nochmal nach. Spielt in der Mitte der Schuss an den Pfosten. Und jetzt wird es gerade schwierig. Da ist Williams. Nochmal der Hunter. Hätte zweimal die Vorlage für ein Tor liefern können, wenn sie den Ball reingemacht hätten. Aber so bleibt am Ende hier sehr wahrscheinlich beim 0-1. Es reicht ja zum Weiterkommen durch das Tor von Alex Hunter. Der wieder ein klasse Spiel abgeliefert hat, wie ich finde. Meine Güte, das war ein richtig gutes Spiel und wie man sieht auch viele, viele Nachrichten vom Trainer. Klasse Übersicht bei den Steilpässen, das nenne ich Torinstinkt, schönes Tor aus kurzer Distanz. Dein Passspiel war wirklich überzeugend, du suchst immer wieder nach Gelegenheiten den Ball nach vorne zu bringen. Mit solchen harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht den Ballbesitz zu verteidigen. Ja, 15 Ballberührungen hat er am Ende gehabt, eine 88%ige Passquote, 8 erfolgreiche Pässe, 2 waren davon erfolgreich. Kann ich hier nicht durchwechseln eigentlich? Ne, kann ich scheinbar nicht. Ich sehe nur die Ballberührungen. Und das waren die Tore. Einmal vorbei, knapp drüber. Das war der Freistoß. Das Tor und einmal aufs Tor. Ja, ist auch eine gute Quote eigentlich. 2 von 3 Schüssen gingen aufs Tor. So, Man City. Das gibt's gar nicht. Scheitern an Hull mit 1:0. Das ist mal eine faustdicke Überraschung. Und damit ist der größte Favorit oder die größten Favoriten, die noch dabei sind, die beiden London-Teams Arsenal und Chelsea. Bin ich ja mal gespannt, gegen wen wir ran dürfen von den beiden im Pokal. Erstmal gibt es natürlich Belohnungen, Startelf-Bonus natürlich. Torschützen-Bonus gibt es natürlich auch, weil wir haben ja das Tor geschossen. Und sind bei den Einnahmen schon sehr, sehr weit nach oben geschnellt. Ja, Startelf, der wird sich nicht dran ändern. Die Follower, wir knacken gerade die 100.000. Müssten das aber noch verdoppeln, wenn wir einen ersten Sponsorendeal, ja, bekommen wollen. Meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel, das wir da gesehen haben, auch wenn die Torraumszenen relativ wenig waren. Dann schauen wir mal eben ganz kurz. Schön, dass Hunter von Beginn an ran darf. Ich glaube, Williams und er werden da für Furore sorgen. Hunter ist am Ball der reinste Augenschmaus. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Hunter. Der Nachwuchs macht das schon. Natürlich. Warum auch nicht? So, mal eben kurz im Pokal. Weiter geht's dann so. Newcastle trifft auf West Bromwich. Chelsea gegen Leicester. Arsenal gegen Everton und Hull gegen Burnley. Bin ich ja mal gespannt, wie es da weitergeht. Hier geht es jetzt erstmal weiter gegen Wigan Athletic. Ja, wir machen heute mal 2 Spiele hier. Das geht ja relativ fix von der Hand. Aber ganz so kurz will ich die Folgen ja auch nicht machen. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen mit dem guten Alex. Wo haben wir denn Wigan? Wigan. Oh, schon wieder der 22. Nachdem wir die Wolves im letzten Spiel hatten auf 22, sind wir jetzt auf, gegen Wigan auf Platz 22. Also das sind jetzt nicht gerade die schwersten Spiele, die wir in der Liga so haben. Hi there everyone, Martin Tyler along with you today. Alan Smith alongside me. We've got a game from the League Championship, Alan. Yeah, I'm Martin and we're delighted to be here. Yo, Newcastle heute am Tage, nachdem sie im Pokal ja bei Nacht oder am Abend eher gesagt
zu Werke gehen. Ich weiß gar nicht, ob Williams dabei ist. Ich würde gerne mal wissen, ob wir langsam mal ein paar Infos erhalten. Ja, schöner Pass in die Spitze. Wow. Schön gemacht und dann den Ball erobert. Eieiei. Zu leicht die Kugel verloren an dieser Stelle. Boah, stark den Ball erobert von Diame. Jetzt muss er den Ball nur zum Mitspieler bringen. Schafft er. Wow. Stark verteidigt von Wigan. Ja, ich muss schon sagen. Oh, gar nicht gut. Hui. Erste dicke Möglichkeit in der Partie. Nicht für Newcastle, sondern für Wigan. Aber der Ball fliegt erstmal neben den Kasten hier in der 12. Spielminute. Ja, da fehlt es leider an Anspielstationen. Jetzt vielleicht mal. Und da haben wir den Hunter. Den Hunter, der den Ball noch einmal weiterleitet. Weil, ja, und dann ist der Ball raus. Ja, drei Tore in den letzten drei Spielen von Alex Hunter. Ihr habt es mal kurz hören dürfen. Da haben die Kommentatoren mal kurz über uns gesprochen. Mal sehen, ob wir daran anknüpfen können. Ey! Für dieses Stürmerfoul gibt es die gelbe Karte gegen Craig Davis. Auch ein unsinniges Foul von Craig oder von Davis, wie auch immer. Auf jeden Fall von unserem Gegner. Jetzt brauchen wir die Anspielstationen. Richie geht da gut über die Außen mal durch. Ja, und die Flanke landet dann aber irgendwo im Nirgendwo. Ja, alle sind gespannt, wohin die Reise geht mit Alex Hunter. Ob West Ham ihn zurückholt, werden wir noch sehen. Aber erstmal heißt es Action mit Newcastle natürlich. Wir wollen mit ihnen aufsteigen. Wenn wir denn dürfen, ich weiß es ja gar nicht. Wohin mit der Kugel? Okay, schön durchgesetzt. Eden. Einmal hinten rum. Damit. Ja, und dann ein Katastrophenpass. Da sollte der gar nicht hin. Wieder gleich eine halbe Stunde durch. Wieder steht es 0:0. Wie in den letzten beiden Spielen. Wenn ich mich recht erinnere. Und der Pass kommt genau richtig auf Richie. Ja, kriegt die Flanke aber nicht durch. Es ist momentan ein, ja, überschaubares Spiel. Der kommt gut. Ah. Tja, da geht keiner hin. Ich meine, der Hunter geht da hin. Der Ball kommt zwar gut, aber nicht gut genug. Wieder viel zu einfach den Ball verloren. Morgan.
They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Schon. Given possession away here. Das war ein hart geführter Zweikampf. Hätte ja fast damit gerechnet, dass es da Freistoß gibt. Das macht der Hunter stark, holt sich die Kugel. Setzt sich da durch, schickt seinen Mitspieler über die Außen. Er kann sich leider nicht durchsetzen, schade. Noch nicht sein Spiel. Aber wie es so oft gegen die Mannschaften in der Tabellenkeller so ist. Sie spielen extrem defensiv, was das Offensivspiel dann für uns natürlich sehr, sehr schwer macht. Der war gut, wenn der Pass jetzt durchkommen würde. Ah, schade. Starke Grätsche, aber es hilft natürlich nicht. Und dann ist Halbzeit. 0-0. Bisher ein durchschnittliches Spiel. Und das muss man wohl so sagen. Aber mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Können wir mal kurz gucken hier. Klasse Übersicht bei den Steilpässen. Na, immerhin, das haben wir schon mal. 6 Ballberührungen, Passquote bei 100%. Ja, noch keine Torschüsse. Ansonsten nichts. Und nun, meine Freunde, mache ich ein Folgenpäuschen. Ja, mitten im Spiel. Ja, natürlich mitten im Spiel. Habe ich ja angekündigt, dass das bei The Journey schon mal passieren kann. Je nachdem, wie lang was braucht. Von daher sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 17. The Journey. Haut's rein und macht's gut. Sagt euch euer Bussard.